Und hiermit herzlich willkommen zu Mario Kart 8 mit der Q, mit Phoenix, der im Chat dabei ist, und mir, die liebe Ellie. Sie möchte gerne Melinda nochmal die Nase zeigen. Wenigstens versuchen. Standart ohne Teams. Oh, ich habe alles verlernt, ne? Ach, alles gut. Och, nee, jetzt hast du die auf schwierig gemacht. Aber wenn schon ein bisschen Herausforderung, ne? Oh Gott. Welche Strecke nehme ich denn? Regenbogenstrecke. Fängt doch gut an, oder? Definitiv. Ja, Bewohnerin und Melinda. Na, siehst du, kannst du ja jetzt Melinda zeigen, was du von ihr hältst. Na, oder sie zeigt mir, was sie von mir hält. Oh, scheiße! Karre abgewürgt. Ja. Ah, good old times. Oh ja, wie viele hatten wir schon mal Fehlstarte? Oh nein. Ich habe eine ganze Videoreihe davon gebraucht, von 2 Minuten. Von deinem Fehlstart. Nein! Och, Mist. Hey, wer hat die Bombe? Phoenix. Was hat Phoenix gemacht? Er hat mir die Bombe vor die Nase gesetzt. Was, ich bin nicht gefahren. Oh nein, ich sehe nichts. Oh nee, besser bin ich gerade erst, dann kommt das scheiß Ding hier. Und wer überholt mich? Phoenix. La 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 la. Ich wusste nicht, dass du Erste warst. Ach, du warst das? Okay, dann gebe ich zu, ich war das mit der Bombe. Oh, Phoenix, tut mir leid, dass ich dich beschuldigt habe. Oh nein! Ich bin so schlecht. Ja, ich hörte auf. Ich sehe nichts mehr. Aber, Alter. Yoshi, das ist heute nicht dein Tag. Na, Bierlos auch nicht. Ne, ich geb's auf. Selbst Melinda holt mich gleich. Ach ne, die ist ja bei dir. Zumindest bin ich vor Melinda. Das ist die Hauptsache. Ja, alles andere wäre schlimm. Und nächste Woche ist wirklich schlimm. Dienstag kommt Life is Strange 4 für die Xbox und PlayStation raus. Switch natürlich wieder später. Und Donnerstag dann das neue Mario Party. Boah, nächste Woche ist echt. Hey. Neues Life is Strange kommt raus? Ja, mit Max wieder in der Hauptrolle. Ich glaube, das hattest du mir schon erzählt, oder? Jep, für die Switch kommt es mal wieder später raus. Ach, na super.
Noch nicht die Metro. Und dann noch mit Baluigi. Oh nee. Also heute ist echt alles dabei, ne? Also nächste Woche müssen wir wirklich Mario Party machen. Ja. Hast du das schon vorbestellt? Ich wollte das. Denkst du, wenn das rauskommt, kann man das direkt kaufen? Im Geschäft schon. Jetzt? Ja. Weil dann würde ich das bei Müller kaufen gehen. Ach, da vorne sehe ich die Birdo. Und Waluigi. Und Waluigi. Ja, der fühlt sich hier zu Hause. Oh. Danke. Bitteschön. Wollte die Blumen schenken. Boah, wer hat die Bombe da hingelegt? Du? Keine Ahnung, du. Ich hatte meine Retourenkutsche. Oh. Ja. Alle hier hinten fahren. Ich wurde gegen den Zug gepresst. Du magst Züge? Ja. Ich mag Züge. Oh, ich hab total Mario Kart verdeckt. Ja, ich bin auch richtig mies. Immer ist der Waluigi bei mir. Oh nein! Nach der Phoenix spielt das als Wiggler. Oh du blöder. Nein, ich sag es nicht. Ich beherrsche mich. Oh. Melinda. Melinda, Melinda. Ich glaube, Phoenix ist auch noch nicht so wach. Nö, wir sind alle noch müde. Schlaf, Phoenix. Ich glaube, das sieht nicht gut für dich aus. Ich habe kein Item. Das ist Melinda schuld. Melinda. Rebecca. Ich hab schon ewig kein Animal Crossing mehr gespielt. Vito. Vielleicht ist sie deswegen so rasend auf uns. Kann sein. Weil dann gibt es ja kein Geld. Definitiv. Ja, okay, man kann verstehen, warum Melinda uns gerade verfolgt. Ich hoffe, es kommt irgendwann einen neuen Animal Crossing Teil raus. Na, oh, das hoffe ich auch. Ich muss sagen, ich fand den Vorgänger ein Stückchen besser, wegen den Minispielen und so. Oh ja, die vermisse ich auch im New Horizons. Das war schönes bei New Leaf. Bist du wieder rausgeflogen, Phoenix, weil du in dem Chat schreibst? Ich sehe nichts mehr.
Konzentration. Natürlich ist der liebe Phoenix wieder rausgeschmissen worden. Oh, die Melinda ist bei dir. Nicht dein Ernst. Warum sagst du mir, die ist bei mir, falle ich runter? Und das vorm Ziel? Ach, ist noch eine Runde, oh. Yep. Scheiße. Das wäre lustig gewesen, so, nein, Melinda. Na, tschüss, Melinda. Ich fall da mal runter. Nein! Boah. Nein. Du lenkst mich ab. So ein Turbopilz auf Regenbogenstrecke ist schlecht. Definitiv. Nein, die Blende hat mich überholt. Ja, mich auch. Wo kommt der Phoenix denn auf einmal wieder her? Ich dachte, er wäre rausgeschmissen worden. Nein, 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 bitte nicht letzter. Tut meinem Ego nicht gut. Ach gut, wenn Phoenix rausgeschmissen wird, fährt dein Bot für ihn weiter. Du Computer Phoenix, hey? Du. Wir müssen bei Mario Party definitiv als erstes die Einkaufsweile machen, weil die sah am besten aus. Ja, die sah schon echt gut aus. Spiel liebt mich irgendwie heute. Es nimmt immer nur meine Strecken. Hast das Spiel gehackt? Hackerin. Hey, nicht so laut. Das darf doch keiner wissen. Melinda dabei. Ey, die ist vor mir. Musst du sie jetzt ansehen? Boah. Ey, Phoenix, wenn Wi-Fi Auge macht, warum machst du nicht einfach mobile Daten an und versuchst, ob es damit geht? Melinda hat mich abgeschossen. Oh, und irgendjemand habe ich auch einen roten Panzer in die Fresse gekriegt. Melinda, die ist hinter dir. Und vor mir. Und du bist jetzt vor mir. Du hast gerade alle drei Panzer losgelassen. Ich wollte Melinda einfach nur kriegen. Ah, hab Melinda abgeworfen. Perfekt. Hi. Hi und tschüss. Tschüss. Da bist du ja schon wieder. Aber weißt du, was wir einfach, was wir bisher noch nie gemacht haben? Wir wollten doch eigentlich zu Balmer fahren, die ganzen Mario Kart-Strecken von vorne und hinten auseinandernehmen. Stimmt. Aber. Oh, mein Klunker. Aber ich bin froh, dass Josh und Bird im neuen Mario Party auch dabei sind. Ich bin froh, dass Birdo dabei ist. Und dass sie nicht wieder arbeiten ist. Habe ich gestern wieder das Video auf TikTok gehabt mit Let's Do It For You. Oh, hör auf, ich will nicht lachen. Let me do it for you. Das ist so verrückt, ne? Und wie eifersüchtig Peach war. Ja, jeder steht auf Birdo.
Komm schon, Melinda. War meine Bananen. Du bist mit Melinda fighten. Das muss ich mir später angucken. Ach, und da kommt ein blauer Panzer. Ich wollte dich warnen. Oh nein. Oh nein! Oh mein Gott, nein, 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 nein! Oh. Ich hab einen Herzinfarkt. Ich bin noch vor Melinda ins Ziel gekommen. Ja. Liebes Spiel, ich möchte jetzt aber auch gerne mal eine Strecke haben, bitte. Computer sagt nein. Wäre super klasse. Yes. Doch, Computer sagt ja. Ah ja, Little Brain war auch so eine Serie. Aber am besten ist immer noch SpongeBob. Oh ja, definitiv. Vor allem die ersten Staffeln. Ist der Finger oben? Es ist so dunkel, oben? Ich kann nichts hören. Ja. Ist der Finger oben, wird man dich loben. Schokolade, kennst du die auch? Ja. Was sind denn in dem Koffer drin, Patrick? Backersteine? Das sind Backersteine. Und die Lieder von SpongeBob sind einfach so toll, ne? Er steht für Freunde, die was unternehmen. Oh, steht für uns nicht an mich. Außer, kennst du auch die Folge, wo Gary abgehauen ist? Ich hab so geweint, ne? Oh ja, Gary, komm heim. Genau. Sing das Lagerfeuer, Lied, LAGER. Ja, ich sing das genauso wie Patrick. Oh, du lenkst mich ab. Boah, ich bin vorhin in den Tisch reingefahren, du. Schokolade, Schokolade. Ja, also das war echt. Ich bin ein taubes Nüsschen. Du bist ein taubes Nüsschen. Melinda. Passt man einfach nicht auf. Ich hab gerade den Gummibär aus dem Leben wie sag ich es nett, raus aus dem Leben geschossen. Ja, war am Pool am Schild und ich schieße den volle Kanal raus. Rest in peace, Gumba. Ja, bist du der Erste? Ja, yeah. Nee. Ach so, Glück, weil es kommt gerade ein blauer Panzer, gerade an mir vorbeigeflogen. War Luigi. Ich hab den in den letzten wirklich Millimeter überholt. Und ich hab mir den in den letzten Sekunden noch überholt. Ja, warum fährt die jetzt überhaupt wieder vorne mit? Kaum ist Phoenix weg, nervt ihr uns wieder. Ich werde von den einen Unternehmen geghostet. Schreibt dann, dass ich nach Witzkalender doch stornieren will, aber so. Oh, das klingt ärgerlich, Phoenix. Das klingt sehr ärgerlich. Spüren Sie es, Mr. Krabs? Spüren Sie es, Mr. Krabs? Oh, kennst du die Folge, wo Sandy und Smash auf dieser Karate-Insel sitzt? Oh ja, mit diesem, wie heißt das, Guru, Zoro, keine Ahnung. Oh, diese halbe Musical-Folge, Atlantisches Abenteuer.
Es gab ja mal das Gerücht, dass SpongeBob und SpongeBob und Sandy heiraten. Hast du es auch gehört? Es gibt so viele Gerüchte. Aber ich finde diese neuen Folgen eigentlich eher antihaft. Ich muss zugeben, seit der neunten Staffel habe ich keine einzige neue Folge mehr gesehen. Die früher, die waren halt noch lustig und auch nicht so ekelhaft, sage ich jetzt wirklich mal. Es ist so dunkel hier, ich kann dich nicht hören. Genau, das ist Lieblingsspruch. Das sage ich auch immer. Es ist so dunkel hier, ich höre dich nicht. Tschüss. Phoenix ist up to date und er mag alle Folgen. Das ist schön. Ich bin schon so ein Mensch, wenn die nachher andere Stimmen haben, dann passt mir das schon nicht. Ach ja, hast du auch schon mitbekommen, dass der Sprecher von Mr. Krabs auch gestorben ist? Ja, und das war auch der Sprecher von Benjamin Blümchen. Er hatte vor allem die eine SpongeBob-Folge. Eugene Krabs. Ich bin nicht Eugene, ich bin Benjamin. Benjamin Blümchen. Das fand ich richtig lustig. Da haben sich die Schreiber was Schönes einfallen lassen. Aua. Melinda. Oh, komm, Linda, du dummes Stück. Roberto ist vor mir. Schmeißt du mich ab oder Melinda? Jetzt mal Melinda. Melinda war bis gerade eben noch vor mir. Ey, die Alte will echt Krieg, ne? Aber der war von mir. Kann ich damit leben, wenn Melinda mich überholt? Nein, kannst du nicht. Und das wissen wir beide. Ich überlege gerade, was war denn meine Lieblings-SpongeBob-Folge? Schwer, ich mag so viele Folgen. Ich glaube, ich habe keine Lieblingsfolge. Kennst du auch diese Folge, wo die so, wie heißt das, so ein Tierwettrennen gemacht haben oder so und Patrick da mit einem Stein ankommt? Das Beste ist ja, dass er mit dem Stein gewonnen hat. Ja, das war sowieso. Och nö, nicht Melinda. Melinda hat den Vorteil. Und Bewohnerin auch. Weil die Folge, wo Mr. Krabs dann im Midlife-Crisis hat und den Tod von seiner Mutter gestohlen hat. Ja, das weiß ich auch noch, wo die da einbrechen. Hallo, liebes Animal Crossing, wir haben noch keinen Winter. Wir haben Herbst, glaube ich. Naja, wir haben schon fast Mitte Oktober, also Winter kommt schneller als der lieb ist. Ja, wenn es dann auch mal schneien würde, dann wäre es ja okay. Ich vermisse weißen Weihnachten. Oh ja, ich auch. So also ab Schnee nach Schweden. Draußen, dann so heißen Kakao trinken. Na, Kakao ist nicht so eine gute Idee, ne? Vielleicht für dich. Hast du eigentlich auch Kakao davon getrunken? Nö. Nimm niemals Kakao vom Hausmeister. Ja, eigentlich hätte ich das auch nicht annehmen sollen. Man sagt doch immer, von Fremden soll man nichts annehmen, oder wie ist das? Ich werde das Ding vergessen. Nee, ich auch nicht. Dafür, dass Melinda hier Heimvorteil hat, ist sie ganz schön weit hinten. Na, das ist wieder Taktik von der.
Achtung, blauer Panzer kommt. Och nö, immer wenn ich Erste bin. Ach, das ist so unfair. Das Spiel mobbt mich. Anzeige ist raus. Ja, auf jeden Fall. Ich hole gleich den Hausmeister und dann kann er das Spiel hier mal Gott weiß was geben. Ich weiß gar nicht mehr, wie es dazu kam. Ich glaube, haben wir auf irgendwen gewartet oder so? Ja, kann man das raten, auf wen? Na, ich will gar nicht wissen. Das deprimiert mich. Und kam der dann so random an, ja, möchtet ihr was trinken oder was? Ist das echt? Das Beste war, was danach passiert. Ja, daran kann ich mich wieder erinnern, aber ich weiß nicht, wie das passiert ist. Nein, das ist nicht die Strecke, die ich haben wollte. Ach Mist. Oh nö. Oh, natürlich kommt dann die Strecke auch noch. Die ich eigentlich gar nicht haben wollte. Ich wollte die Highwood-Piste haben. Ich bin schon dann überlegen, ob ich Zelda nochmal neu anfange, weil ich mit diesem scheiß Dungeon echt Aggression kriege. Ich hänge da immer noch. Wie viele Monate sind das jetzt? Wann habe ich dir das geschenkt? Oh, schon ein paar Monate. Aber wenn du da wirklich nicht weiterkommst, dann fang lieber von vorne an. So weit warst du jetzt auch nicht. Oh, danke schön. Ich habe mich voll weit gefühlt. Oder du schaust dir einfach meine Videos nochmal an. Da findest du dann irgendwie den letzten Schalter. Nein, warte, du hast Probleme beim Boss, oder? Nee, ein Schalter fehlt mir. Und ich habe mir deine Videos schon so oft angeguckt. Ich bin einfach zu blöde dafür. Und dieser Dicke, der nervt mich da auch die ganze Zeit, den man da so rumschleudern soll. Vielleicht komme ich wirklich irgendwann vorbei und mache das für dich. Wo ist der letzte Schalter? Und dann nachher ist mein Spiel so verbuggt, dass es gar keinen Schalter gibt. Dann musst du erst recht neu starten. Nee, da muss die Switch nochmal repariert werden. Repariert. Ey, deine scheiß Bombe. Mensch. Der kam mit Liebe. No. Möchte ich gar nicht wissen, was eine Bibel mit ohne Liebe ist. Mein Gott. Oh, ich hatte auch gerade meine Items. Man. Was war Luigi's von mir? Von Weitem sehe ich die Birdo. Mein Gott, Waluigi, du blöder Honk. Ja, ich versuche extra nicht zu beleidigend zu sein, damit du nicht wieder FSK 18 oder so rein musst. Von wem der blaue Panzer kam? Vielen Dank. Von mir leider nicht. War schon zu Ende. Ich dachte, das käme noch eine Runde. Hey, Gleichstand. 90-90. Wir beide? Ja. Wir beide haben die Krone. Oh mein Gott. Das ist doch die perfekte erste Mario Kart Runde. Erstmal Screenshot machen. Definitiv. Obwohl ich zwei Fehlstarter hatte. Ich habe auch schon ein paar Mal meine Karre abgebürgt.
Ah, jetzt nehme ich mal die Hyrule Piste. Wo erinnerst du dich an die Spongebob-Folge, wo Spongebob seine Krise hatte, weil er die Formel vergessen hat? Oh ja. Oh Gott, Bewohner und Bewohnerin. Ja, habe ich auch gerade gesehen. Hab in die Lava mit denen. Weißt du noch, wo wir gegeneinander gespielt haben und du Melinda und die Bewohnerin, die hattest. Ja, das werde ich niemals vergessen. Hallo Birdo. So. Oh shit. Du bist gerade der einzige Deutsche, der Mario Kart Deluxe streamt. Das bleibt man auch. Okay, wie viele Zuschauer habe ich denn aktuell? Ich habe das nämlich ausgeblendet. Wie viele Zuschauer hast du? Laut Phoenix habe ich auf Twitch gerade 34 Zuschauer. Ach, bist du auf Twitch am Stream? Genau. Aber kommt alles hinterher auch noch auf YouTube. Oh nö, nicht schon wieder. Das Schicksal hat das nicht gut mit dir gemeint, mein junger Palawan. Da brauchst du mich auch nicht zu Avakedavaren. Und du brauchst auch nicht Link auf mich zu setzen, dass er mich wieder mit dem grünen Panzer abwerfen sollte. Ah, oh, das habe ich mir die letzten Male auch noch angeguckt, die Videos. Ja, ich habe gestern auch wieder so ein Video von damals wieder auf Insta-Story gepostet, wo alles auf einmal passiert ist. Ich habe dich abgeworfen, dann kam der blaue Panzer, dann wurdest du wieder abgeworfen, dann kam der Blitz. Ach ja, in dieser Schneelandschaft da. Ja. Das war was, das hat mich nervt. Das war so ein richtiger Fiebertraum. Phoenix, die Nachricht habe ich schon beantwortet. Die Insta-DM kann ich nicht mehr ignorieren. Ich finde es human vom Spiel, dass er immer 50% von mir nimmt und 50% von dir. Ja, das Spiel könnte ruhig alles von mir nehmen, hätte ich nichts dagegen. Oh. Herabgewürgt. Ich hab dein Meine übernommen. Wollten. Ja, einer muss es ja machen. Ich stelle mir immer noch vor, wie bitte schon ein Goomba bei Mario Party mitspielen kann, der keine Arme hat. Vielleicht kriegt er dann so Prothesen oder wie man das nennt. Das wäre lustig. Also das wäre wirklich lustig. Definitiv. Goomba mit Armen und dann so kleine Strichärmchen, so weißt du, wie ich meine? Goomba wird so während das Brot. Oh Gott, das würde ich nicht verkraften. Nein, ich bin runtergeflogen. Ach Mist, du leckst mich ab. Oh, ich bin fast die Brücke runtergefallen wegen dir jetzt gerade. Instant Karma. Aber weißt du, was ich immer noch am besten fand, wo wir Regenbogenstrecke waren und du mich runterschubsen wolltest und selber geflogen bist?
Das werde ich nie vergessen. Vor allem, du hast dann noch so gedacht, dann ist ein paar Sekunden später runtergeflogen. Ja. Das war so richtig Karma. Bin gespannt, ob es für die Switch 2 so dann Mario Kart 9 gibt mit neuen Strecken. Das wäre cool. Ja, steht schon für die zweite Konsole definitiv schon mal ein bisschen Geld zur Seite. Und hoffentlich sind die Spiele dann teils dann hübscher als jetzt. Einmal merke ich schon bei einigen Spielen, dass die Switch ein bisschen alt ist. Ja, das stimmt. Ich glaube, ich muss mich mit dem 5. Platz anfreunden. Ach was, noch ist alles offen. Okay, vielleicht werde ich noch Zweiter. Ich bitte wieder Bock Mario Kart zu zocken, aber mal Real Talk, wir müssen auch mal Rocket Racing zocken. Ach ja, das gibt's ja auch für Fortnite, dieses Rocket Racing. Was ist das? Auch Autorennen. Ach du liebe Güte. Muss ich wir aber müssen zugeben, eigentlich... Ich müsste erstmal wieder Fortnite auf die Switch runterladen, hab ich gelöscht. Wie kannst du nur? Was wolltest du gerade sagen? Wir müssen generell mal Fortnite spielen. Ich weiß noch, deine erste Runde Fortnite, das war so süß. Ich habe nur verloren. Da waren doch die Dinos, glaube ich, noch da, ne? Mhm. Die einen angegriffen haben. Phoenix ist auch geschockt, wie du hast Fortnite gelöscht. Es gibt bei Fortnite auch so eine Barbie-Horror-Map. Das Problem ist am Fortnite einfach nur, ich werde da zu schnell aggressiv. Apropos aggressiv, wie viele Switch-Controller hast du jetzt? Ey, ich habe die ganz schön pastellfarbenen im Arsch, ne? Wie hast du das denn geschafft? Wieder Fortnite? Ja, deswegen, eigentlich sollte ich Fortnite echt deinstallieren. Aber das kann ich dann auch nicht. Ich habe da schon so viel Geld reingesteckt. Für Skins. Kann ich mir vorstellen. Vielleicht brauchst du wirklich solche Controller-Airbags. Ja, ich muss mal bei Temu. Ich glaube, die haben sowas auch, oder? Stimmt. Jetzt spiele ich nur noch mit so einem Luftballon um meine Switch. Ach, jetzt, wo Phoenix das auch im Chat schreibt, es gibt ja auch mittlerweile Lego Fortnite. Ja, das habe ich schon gesehen. Aber noch nicht gespielt. Das finde ich ein bisschen verrückt. Ja, der blaue Panzer ist verschwunden. Hm? Du weißt noch, dass in einem Rennen, wo jemand den blauen Panzer gezückt hat und der einfach nicht gekommen ist und auf einmal war der weg? Ja. Du hast dich so gefreut, ja, ich wäre der Erste. Wo wir nur gewartet haben, wann kommt das Scheißding denn jetzt? Ja. Oh. Aber ich möchte dir was sehr wichtige Info geben zu Tears of the Kingdom. Denk daran, du kannst immer Waffen craften. Ein gewisser hat das vergessen und hat sich dann aufgeregt. Oh Gott.
Nee, ich muss zum Master-Schwert abdienst. Ich glaube, weil ich da dagegen gekommen bin, ist er weggegangen. Ja. Oh, tut mir leid. Tja, Zelda, ich kann dich leider nicht retten. Tschüss. Da musst du wohl auf Link warten, wie immer. Wie nix, kennt man den? Ich weiß nicht, Phoenix. Ich denke mal schon, dass du den kennst. Ich will aber keinen Namen nennen. Reimt sich aber auf Linux. Vor allem das beste Storytime. Als Phoenix das mal gelivestreamt hat, wollte er als erstes zu den Ornis gehen, was ja westlich ist, so nordwestlich. Ja. Er geht den kompletten falschen Weg, nämlich östlich, und landet bei den Soras. Von Nordwesten ist er, statt Nordwesten ist er halt eben nach Osten gelaufen. Das war so lustig. Und ich bin immer noch sauer auf dich, ne? Warum auf mich? Dass ich da fast einen Herzinfarkt gekriegt habe. Ich pimmel da rum und auf einmal bewegt sich der Baum. Bist du schon den Händen begegnet? Oh ja. Rest in Peace. Es färbt sich rot und man kriegt einen halben Herzinfarkt. Ja, und du kannst da nicht abhauen. Du kannst noch so schnell sein, also ich habe es nicht geschafft. Hättest du dich halt teleportieren können. Kann man die überhaupt besiegen oder ist das einfach nur so ein nerviger Boss? Also ich sag mal so, die Henne musst du ab einem gewissen Story-Zeitpunkt besiegen können. Ach du Scheiße. Ach, ich wurde auch schon mal von Drachen angegriffen. Ja, die sind, also was ich gelesen habe, die Drachen sind OP-Gegner im Spiel. Das sind die stärksten Gegner, die es gibt. Ja, das habe ich gemerkt. Ich habe nicht lange durchgehalten. Vor allem musst du, glaube ich, alle drei Köpfe auf einmal besiegen, weil sonst regeneriert sich ein Kopf wieder. Ach, schau. Aber keine Ahnung, stimmt, ich habe noch nicht gegen Drachen gekämpft und ich will es auch nicht. Ich habe es einfach mal versucht. Mein Name ist es bei Zelda, ist der Leune. Das ist mein persönlicher Dinkelburg. Apropos, wenn du bei Tears of the Kingdom irgendwann diese Labyrinthe machen sollst, wo auch so Schreine sind, bei einem Labyrinth kann ich dich schon mal vor Wanderkitz händeln. Ach nö. Wie weit bist du überhaupt da? Da bin ich jetzt mittlerweile beim vierten, kurz vor dem vierten Tempel. Hab jetzt aber auch schon seit ein paar Wochen nicht mal weitergespielt, muss ich auch sagen. Das ist halt eben so die Sache, wenn so viele Games auf einmal rauskommen. Ja, das stimmt. Man kann ja nicht alles auf einmal spielen. Vor allem am 23. September kam das Remake zu Epic Mickey raus. Am 26. September das neue Zelda-Spiel. Da denkt man sich, wie viele Spiele wird ja in einem Monat nochmal raushauen? Ach, machst du jetzt Zufall? Yep. Das Spiel denkt sich aber so, nein, heute kein Zufall. Ja. Oh, ihr beide nehmt Zufall? Na, nun suche ich mir ein Spiel selbst aus. Hört sich das System selbst dazu.
und Pumba. Die leben echt gefährlich. Definitiv. Vielleicht sind sie sauer auf meine Aussage mit Gumbas haben keine Arme. Oh, jetzt hast du dir Feinde gemacht. Auf der Röhre war ja ein pinker Yoshi. War nirgendwo eine Birdo. Und du bist halt eben einzigartig. Birdos ständig arbeiten, deswegen können die die nicht so oft verwenden. Let me do it for you. Nein, da sind wir gleich wieder bei unserem Thema Blasloch, ne? Was hast du jetzt gesagt? Hast du eigentlich die Serie schon geguckt? Serie? Herzstopper da, die neue Staffel. Ja, da bin ich gerade bei Folge 6. Genau. Und die ersten vier Folgen haben mich richtig mitgenommen. So. Echt? Mhm. Oh nein. Also, da musst du dich emotional vorbereiten, also das ist wirklich. Ist das sehr traurig? Yep. Oh nein. Das kann ich zurzeit eigentlich nicht so gut gebrauchen. Vielleicht wartest du besser. Ich hasse Mini-Yoshi. Blitze sollten verboten sein. Oh, Metall Mario. Das war's bestimmt du. Oder Bowser Jr. Im Verbeiden. Okay, also das ist nicht meine Karte. Ich war kacke voll. Die Karte hast du dir ausgesucht. Nein, das war das Spiel. Ach, das Spiel dich gelenkt, dass du die Karte wählen sollst. Hast du ja nochmal Glück gehabt. Liebes Spiel, versteh endlich, es ist noch kein Winter. Eddie, in 2 Monaten ist schon Weihnachten. Oh, hör bloß auf. Wie die Zeit einfach nur rennt, wenn man alt ist. Ja, das ist wirklich so. Früher hat man das nicht so mitbekommen, aber sobald man 18 ist oder aus der Schule raus, geht die Zeit wie im Flug. Ja, vor allem früher hat man so lange dann gewartet auf Sommerferien oder sowas und jetzt. Das hätte jemand irgendwie an die Zeit gedreht. Vor allem 3 Wochen Urlaub sind auch schon so gut wie vorbei. Das hat sich angefühlt wie 1 Woche Urlaub. Och nö. Immer dann, wenn du erst. Ja, ist echt so. Das ist definitiv nicht meine Karte. Ich kenne die Karte noch vom GameCube. Oh. Bringt mir aber auch nichts.
fällt er immer runter. Oh Gott, die Bewohnerin ist vor mir. Oh Gott. Das ist nicht meine Strecke. Bei der Strecke habe ich voll abgelost. Okay, mir will wieder eine Winterstrecke. Nö. Nee, jetzt haben wir Kirmes. Boah, Kirmes finde ich mittlerweile auch so überteuert. Ja, es hört sich jetzt bestimmt voll bekloppt an, aber ich fühle mich zu alt für Kirmes, keine Ahnung. Mhm. Weil, wenn ich zur Kirmes gehe, dann bin ich mit den kleinen Kindern am Greifautomaten, also. Du hast eher ein Talent für Greifautomaten. Boah, was ich da schon an Geld reingeschossen habe, ne? Dieses Jahr war noch am schlimmsten, da wollte ich nicht. Ich war so lange nicht mehr auf der Kirmes, wie viel kostet denn so ein Greifautomat? Einmal spielen 1 Euro, ne? Mhm. Und ich wollte, dieses Jahr war das erst noch, ich wollte einen Stitch rausziehen, ich habe 75 Euro reingehauen und habe den nicht gekriegt. Ich glaube, da wäre es im Internet günstiger gewesen. Ja, auf eBay kostet der, glaube ich, 35 oder so. Aber lass mich raten, dein Ehrgeiz. Oh ja, das war eine richtige Sucht. Noch einmal schmeiße ich noch, ja. Das war wohl nix. Du musst einfach die Augen zumachen und sagen, sei der Kran. Da habe ich jetzt auch gerade dran gedacht. Oder die Folge, wo Thaddeus das erste Mal ein Kramburger isst. Noch nö. Nee. Wo die Bombe von meiner Nase gezündet. Ja, Beardo ist zurück. Beardo back in action. Oh Gott, das ist die besagte Strecke. Ja. Mist. Aber wir gehen zum Klunker und zum Klo.
Fun Fact, ich habe Melinda vorhin beim Klo abgeworfen. Ich guck mir das später dann an, wenn du das hochlädst. Boah. Siehst du, kaum redest du über Melinda. Von dir, damit du wieder Erste wirst. Nee, das war, du hast über Melinda geredet, da schmiert die Karre direkt ab. Dann kannst du mal sehen, es ist immer Melindas Schuld. Ja, alles ist Melindas Schuld. Dinkelwerkt. Ja, safe ist die mit dem Verband. Bist du jetzt eigentlich schon mal in das Klo reingefallen? Nö, du? Ja, einmal. Und war es spannend? Ja, also was Besseres kann ich mir nicht vorstellen. Aber du lenkst mich ab. Nein, Melinda lenkt dich ab. Sag den Namen nicht. Zylinder. Den Namen, den keiner nennen darf. Wie bei Harry Potter. Voldemort. Melinda Mord. Oder was weiß ich. Melinda Moore. Hashtag Melinda Moore. Auf wen kann der Panzer? Gar nicht wissen, wie hoch hier die Wasserkosten sind. Ja, dafür müsst ihr oft singen gehen. Weißt du, ob du mit 2 Punkten mehr gewonnen hast? Und wie sieht's aus? Bist du noch eine Runde? Ja, so 4 Runden oder so, wenn das für dich okay ist. Na klar, 4 Runden. Ich glaube, das Minimum, oder? Yep. So war, sollen wir so wie immer machen, am Ende immer nur mit dem blauen Panzer? Ja komm, lass machen. Geht im Rücken. So, welche Strecke nehme ich denn mal für den Anfang? Ich weiß. Ich weiß. Oh Gott. Wo ist sie? Hä? Ach da. Gerade sagen. Das ist doch die Strecke, wo niemand vorwärts kommt. Nö. Aber wo oh Gott, das wird. Das wird jetzt anstrengend, Leute. An alle Zuschauer, es gibt Lachflash. Ohne Ende. Nervenzusammenbrüche, alles ist dabei. Oh mein Gott.
Oh nein. Oh mein Gott. Fängt ja schon gut an. Ich will nicht Erste sein, bitte nicht. Bob, die Strecke ist so klein, man wird ja immer mit erwischt. Der einzige Monster, den man sich wünscht, nicht Erster zu sein. Ja, das stimmt. Kann es sein, dass die Bewohner uns heute verfolgt? Ja, ich glaube, heute ist irgendwie... Ich will nicht Erste, bitte, hol mich doch mal jemand. Oh, Alter. Ey, hallo, ich will auch mal fahren. Ey. Alter. Safe, so eine halbe Minute haben die mich hier ausgenommen. Und nein, deswegen ich will sag ich wieder. Ja, die Strecke ist schon. Hallo, ich bin nicht mehr Erste. Beruhigt euch. Ich darf mal lachen. Ey, was ist... Hallo. Oh Mensch. Herzlichen Glückwunsch. Oh nein. Ich möchte gerne auch nochmal mitspielen, liebe Spiel. Der Computer sagt nein. Komm mal nicht so kurz vor Spiel, ey, nee! Oh. Mann! Fängt ja schon mal gut an. Kommt man richtig in Schwitzen bei, ey. Die wird auch lustig. Oh mein Gott. Okay, in der nächsten Runde die Regenbogenstrecke. Wählen wir beide aus. Oh Gott, dieses Spiel will uns fertig machen. Ich glaube, danach kannst du mich im Krankenhaus einweisen. Oh, macht Bob zu viel Lachen. Oh. Nein, eigentlich bin ich Erster sein. Gut, ist jetzt gut. Hallo, ich bin schon nicht mehr Erste. Beruhigt euch. Was ist eigentlich, wenn man als Erstes den blauen Panzer zückt? Landet er denn dann auf einen selber? Der geht auf einen selber, habe ich schon ausprobiert. Eigentlich ist es ja taktisch, als Letzter zu sein. Um den jetzt in der letzten Runde zu überholen. Hallo, ich möchte doch mal weiterfahren. Oh nein. Die übertreiben direkt so, wie viel Chili. Junge. So verrückt. Oh. Ich bleib einfach mal stehen, okay? Warum bin ich immer Erste? Was soll das? Also da, wo die blaue Wolke ist, da stehe ich übrigens. Ich kann gerade noch nicht fahren. Oh, scheiße. Ey, ich bin Zweite. Mann. Nein, nicht so kurz zum Ziel, no.
Halleluja. Welche Regenbogenstrecke nehmen wir denn mal? Was würde sich denn besser dazu eignen? Gute Frage. Mein erster ist jetzt nicht so gut, da fällt man ja eh nur im Kreis. Nehmen wir direkt hier die abgefuckteste, diese Regenbogen... Polar oder wie die heißt, keine Ahnung. Meinst du die beim blauen Panzercup da? Boah, ich weiß gar nicht mehr, wo die war. Die hießen beide Bollefer. Echt jetzt? Ja, deswegen war ich so verwirrt. Aber deine Strecke kam. Ich dachte, die hätten alle ihren eigenen Namen. Haben die auch, aber die beiden heißen beide Regenbogen Boulevard. Okay, gut zu wissen. Oh Mann. Oh Gott, das mit einem Panzer wird wirklich abgefahren. Vor allem, wenn man in der Luft ist. Ja, ist mal gut. Da, wo die blaue Wolke ist, bin ich. Ich komme nicht vorwärts. Ich bin meistens eh hier, falle ich hier runter, also von daher bin ich safe. Aua! War noch nicht. Ja. Bist du absichtlich nach hinten gefahren? Nein. Das sah so verdächtig aus, du hast gebremst. Nein, wer bremst, verliert. Oh, hui. So, ich kann mal weiterfahren. Nee. Jetzt hast du dir die richtige Strecke ausgesucht. Ich kann nicht vorwärts. Ich würde sagen, ich beschwere mich, dass ich Sechster bin, aber das kann sich innerhalb von ein paar Sekunden wieder ändern. Ja, hier ist alles möglich. Toyota. Oh. Ach nö. Dass ich jetzt nicht runtergeflogen bin, ist ganz allein ein Wunder. Ey, lass mich doch nicht in mein Chaos ab, wenn ich schon runterfall. Nee, komm. Alter, wie viele Platzen denn noch? Was denn? Hallo Leute, übertreff doch mal nichts. Ich möchte auch noch fahren. Oh mein Gott, ich bleib hier. Ey, du hast mich runtergestoßen. Ja. Weiter, nur vom Grund. Hey, nein. Hallo, nee, ich will weiterfahren. Dankeschön. Nein, nein. Oh, Moment. Hm. Hallo. Hey. Hallo, ich bitte. Nein, 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 warum immer ich vor zum Ziel? Nein, nein, nein. Oh. Oh Gott, wir werden von einem Baby Luigi geschlagen.
Schon traurig. Definitiv. So, welche Strecke nehmen wir jetzt zum goldenen Abschluss? Ich habe die Regenbogenstrecke vom Blauen Panzer genommen. Oh Gott. So, jetzt ernste Miene aufsetzen, dass nur für ein paar Sekunden hält. Oh. Du weißt ja, es bringt nichts, dass du ein paar abgeblockt hast. Ein paar Sekunden bist du wieder Erste. Das war ja nicht mal extra, das ist ja das Schlimme. Oh mein Gott. Ey! Du stoßt mich dann runter! Ey, auf mir deinen blauen Panzer auf die Nase. Oh. Ich krieg alles ab, was du abkriegst. Hör mal auf. Oh mein Gott. Scheiße. Oh. Oh, es ist so ruhig. So ruhig. Na, Ruhe vor dem Sturm. Au. Hier, bitteschön. Ey, also du hast für Ruhe, bei mir kommt doch auch. Hallo? Ich bin so fahren. Aufgehört. Hallo! Oh mein Gott! Und jetzt sitzen die alle noch auf einem Fleck, super! Oh, mein ganzer Hals weh. Mein Lachgetriebe geht kaputt. Meins ist schon kaputt. Oh. Hallo. Aua. Wer ist gerade der Erste? Der Erste? Daisy. Glaube ich. Oder Mini Luigi. Nein. Oh. Leute, wir haben uns doch alle lieb. Schnell weg hier. Oh nein! Oh. Ach Gott. Ja, wie viele Blaupanzer denn noch? Hallo? Da sind noch einige unterwegs. Au! Au! Ey, die rempeln mich immer richtig an. Dito. Ja, moin. Und nicht, wenn ich fliege. Das ist ehrenlos.
voll ehrenlos, Bruder. Auf jeden Fall. Wir holen einfach Klaus. Oh nein. Ich hab mich selber abgeschmissen, nicht dummes Stück. Nein, nein, nein. Warum immer kurz vom Ziel? Ach, ich komme gar nicht zum Ziel, wenn das so weitergeht hier. Ey Leute, ich bin nicht Erste. Hallo. Ich bin Simas. Boah. Ja, moin. Ich bin Ich habe nur den Teilnahmepokal. Ich habe keinen Pokal, ich habe nur Schad. Ich habe Glückwunsch. Als ob er von Daisy und Baby Luigi auseinandergenommen worden sind. Ach du liebes Bisschen, das schreit nach der Revanche das nächste Mal. Auf jeden Fall. So, liebe Leute, das bedeutet aber auch im Urkalschluss, Livestream ist für heute vorbei. Wir sagen herzlichen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, Kakao.